Wir haben festgestellt, dass eine Matrix im Endeffekt eine Abbildung induziert. Das heißt, ich kann eine Matrix multiplizieren mit einem Vektor und ich bekomme einen Vektor raus. Also eine Matrix ist nicht ist, sondern eigentlich müsste ich da hinschreiben, induziert. Eine Matrix ist nicht eine Matrix induziert. Was heißt induziert? Induziert, das erzeugt es irgendwie. Ja? Gut, egal. Also das heißt, eine Matrix induziert eine Abbildung, die erzeugt es irgendwie, induziert eine Abbildung der Form. Also aus der Matrix wird eine Matrix mal einen Vektor x gleich einem Vektor y. Das ist übrigens so etwas Ähnliches wie eine Gerade, wenn Sie genau hingucken. Hier steht nämlich nichts weiter, wenn Sie das hier denken als ein m. Das hier denken Sie an ein x und das hier an ein y. Y ist gleich m mal x. So etwas Ähnliches ist das. Und jetzt kommt der Witz der Sache. Diese Abbildung, die hier durch diese Matrix induziert wird, ist linear. Und das beweisen Sie jetzt. Ja, wir haben ja vorhin lineare. So, das heißt, beweisen Sie, dass diese Abbildung hier linear ist. Also das 1, 2, 3, 4. Und jetzt müssen Sie hier irgendwas Nettes hinschreiben, wobei Sie ein bisschen aufpassen müssen. Jetzt wird es nämlich ein bisschen wüst. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wir müssen uns überlegen, was wir da genau hinschreiben. Jetzt wird es ein bisschen wüst. Jetzt multiplizieren wir das mit irgendeinem Ausdruck. Und dann muss da irgendein anderer Ausdruck rauskommen. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, mit was multiplizieren wir das? Und eigentlich multiplizieren wir es ja mit einem Vektor x. Aber jetzt darf ich nicht mehr x schreiben, sondern jetzt muss ich a mal x, eigentlich x1, nämlich, weil ich das x1 eigentlich hier schon verbraten habe. Deswegen müssen Sie ein bisschen aufpassen. Der x1 ist dann x1, 1, x1, 2, so sieht der aus. Plus x2, der Vektor sieht dann so aus, x2, 1, x2, 2. Sorry, ich muss es doppelt indizieren. Doppelt indizieren ist ganz, ganz böse, ich weiß, aber so. Und jetzt rechnen Sie mal aus, was das mal dem ist. Also was ist 1, 2, 3, 4? Und jetzt mit dem hier multipliziert. Das ist also a x1, 1 plus x2, 1. Das ist der da. Und hier steht a x1, 1, x1, 2 plus x2, 2. Multiplizieren Sie es aus und versuchen Sie da was rauszukriegen. Da kriegen wir raus a, also 1 mal a x1, 1 plus x2, 1. Das ist das mal dem, jetzt plus das mal dem. Plus 2a x1, 2 plus 2x2, 2. Uff, wenn ich das ausmultipliziere, kommt das hier raus. Und unten mache ich es auch, da kriege ich 3a x1, 1 plus 3x2, 1 plus, also das mal dem, jetzt plus das mal dem, 4a x2, 4a x1, 2, also das mal dem plus das mal dem und das plus 4x2, 2. Uff, wenn ich das ausmultipliziere, dann kommt dieses Riesengebilde raus. So, jetzt gucken wir uns mal an, was hier steht. So, wenn Sie das hier anschauen, dann stellen Sie fest, Sie können hier eine Art A ausklammern. Ich klammere mal das A aus, aber dummerweise kann ich das A nicht komplett ausklammern. Ich kann das A nur hier und hier ausklammern. An den beiden, das andere geht nicht. Also habe ich A mal x1, 1, das ist der da, und hier den hier noch, plus 2x1, 2. A mal der. Plus, und jetzt nehme ich die hinteren beiden. x1, x2, 1, plus 2x2, 2. Hier klammere ich wieder das a aus. A mal 3x1, 1 plus 4x1, 2. Plus, und jetzt kommt der letzte Teil. Das ist das hier. 3x2, 1 plus 4x2, 2. Jetzt machen Sie hier mal im Geiste die Grenze dazwischen. Sagen Sie mir, was ist das?
und was ist das? Versuchen Sie mir mal das, irgendwie das und das, versuchen Sie mir mal das darzustellen. Wenn man zu schnell läuft. Und jetzt schauen Sie bitte an, was ist das hier? Das sollten Sie schon mal gesehen haben. Das ist 1, 2, 3, 4 mal ein Vektor. Das ist 1, 2, 3, 4 mal ein Vektor. Und das hier ist auch so was Ähnliches. So, Matrix 1, 2, 3, 4 mal welcher Vektor ist das? Ja? X1, 1, X1, 2. Wobei hundertprozentig stimmt es noch nicht, eine Kleinigkeit fehlt noch. Ja? Mal was? Davor. Also ist es A mal 1, 2, 3, 4 mal der hier, und das war der Vektor x1. Plus, so, was ist das hier hinten? Sie dürfen nicht mehr mitmachen, ja? x2, 1, x2, 2. Also ist das hier A mal Vektor x2. Sehen Sie, das ist linear. Das war die Definition der Linearität. Linearität heißt Funktion. Die Funktion ist ja die Matrix. Ich habe gesagt, die Matrix induziert eine Funktion. Also die Matrix ist die Funktion. Funktion abgebildet auf ax1 plus x2 gleich dem, und damit habe ich die Linearität. Das heißt, daraus folgt, diese Funktion, die das 1, 2, 3, 4 erzeugt, das ist ja eine Funktion, die da irgendwie drin steckt, die heißt übrigens y, Vektor y gleich 1, 2, 3, 4 mal x. Diese Funktion ist linear. Und das ist eine Funktion, die ist ähnlich y gleich m mal x. Wie gesagt, das ist eine ähnliche. Das ist sowas ähnlich wie das, was Sie rausgekriegt haben. Ja? Es ist halt nur, das hier ist eindimensional, da stecke ich reelle Zahlen rein. Das hier ist zweidimensional, da setze ich zweidimensionale Vektoren ein. Und das heißt, Sie sehen, das ist linear. Und tatsächlich, so wie man nachweisen kann, dass alle linearen Funktionen von reellen Zahlen in reellen Zahlen von der Form y gleich m mal x sind, so kann man nachweisen, dass von Vektoren nach Vektoren die linearen Funktionen alle von dieser Bauart sind. Dass Sie da eine Matrix hinschreiben, irgendeine, können Sie hinschreiben, was Sie wollen, das ist ganz beliebig. Das kann man auch beweisen, aber das beweise ich hier an der Stelle nicht mehr. Ich bin ja froh gewesen, dass ich es irgendwie für diesen Fall hier bewiesen habe. Das heißt, für diesen Fall habe ich es bewiesen, das können wir jetzt noch verallgemeinern. Die Rechnung wird absolut furchtbar. Ohne dass Sie irgendwas Schönes sehen, das Ergebnis wird dann dastehen und sage ich am Ende, ja. Umgekehrt ist es tatsächlich auch wieder so, dass nur genau diese Funktionen, zumindest von den reellen Vektoren auf die reellen Vektoren, dass es genau die sind, die linear sind. Wenn Sie als Grundmenge nicht die reellen Zahlen nehmen, sondern eine böse Menge, wie zum Beispiel die rationalen Zahlen, und dann da auch noch ein bisschen rumspielen, können Sie die schlimmsten Sachen erzeugen. Ich sage es einfach nur. Aber das ist das, was ich hier machen wollte. Also das heißt, ich wollte Ihnen nur nachweisen, und das habe ich hier bewiesen, dass quasi diese Matrix linear ist. Und mit diesem Beweis, den ich hier geführt habe, folgt daraus, dass alle Matrizen, also Sie können das jetzt für eine beliebige Matrix machen, und Sie können dann für die Matrix beweisen, dass die linear ist. Dumm, dass ich nur den A schon vergeben habe. Das heißt, ich muss hier eigentlich dann E, B, C, D schreiben, weil hier schreibe ich immer normal A hin. Also die sind alle linear. Der Beweis steht hier, das müssen Sie einfach verallgemeinern.